Guten Abend, meine Damen und Herren. In diesen Zeiten wird Amerika von einem blonden, blauäugigen Mann in den 40ern bereist, der nicht ganz ohne Stolz und dafür ohne Unterlass von Deutschland, seinem geliebten Heimatland, erzählt. Danach spricht er dann meistens über sein ebenso verehrtes Vaterland, die ehemalige DDR. Der Mann ist verliebt ins Deutsche, heißt Wolfgang Job und ist Modedesigner. Die Amerikaner fressen ihn mittlerweile aus der Hand, immer ein wenig erstaunt darüber, dass es Deutsche gibt, die akzentfrei Englisch sprechen, die Hand nicht zum Hitlergruß erheben und auch nicht mit Waffen handeln. Wolfgang Job, in Potsdam geboren, nach Hamburg geflohen, ist doppelt deutsch, gesamtdeutsch sozusagen, eben einfach die Wiedervereinigung in Person. Hinter ihm liegt eine Bilderbuchkarriere harter Arbeit und guten Geschmacks und im Gegensatz zu den hohlen Preisungen seines sozialistischen Vaterlandes hat er es tatsächlich zu Weltniveau gebracht. Christel Buschmann hat den kosmopolitischen Ostler aus der nordischen Tiefebene bei seiner Mission durch den amerikanischen Westen begleitet. I'll be tired of you when stars are tired of gleaming. Der Künstler zum Beispiel, der Kreative, ist ja meistens nicht unbedingt zufrieden mit dem, was er hat. Und irgendetwas treibt ihn weiter, irgendetwas zieht ihn. Seine Arbeit fordert eigentlich andere Dinge von seiner Seele und von seinem Menschsein. Der Deutsche hat ein Problem, andersartig sein zu akzeptieren. Auch neugieriger sein vielleicht, sich vielleicht auch mal rumtreiben oder einfach andere Dinge erleben als der andere Mensch. Bekannt in einem Interview gesagt, ich wäre bereit, für dümmer gehalten zu werden, wenn man mich dafür schöner finden würde. Und dafür stehe ich heute immer noch. Da ich ja auch meinem Gesicht sogar werbe, da ich für mein Gesicht also auch verantwortlich bin und auch nur nicht mehr 19 bin, ist es eben auch wichtig, dass mein Innenleben noch einigermaßen intakt ist, denn sonst sieht man es außen. Ich habe mir Mühe gegeben, nicht zu früh zu verfetten und nicht zu früh zu verblöden. Gut, dass wir diese Woche gedreht haben und nächste Woche. Nächste Woche ist alles vorüber. Weil sonst geht ja manchmal von einem Tag zum anderen. Ich bin natürlich der am härtesten arbeitende Arbeiter für diesen Job. Das nicht, das ist also hier. Nein, das ist wirklich. Aber Watson liebt dieses ganz Strenge. Ja? Ja, das finde ich diese am besten, sowas hier. Natürlich habe ich Partner und Wirtschaftspartner, denen eine Stabilität der Marke Job sehr, sehr am Herzen liegt. Auf der anderen Seite gibt es eben diese Person Job. Und diese Person Job bringt auch Unruhe, weil sie ist eine unruhige Person. Weil im Winter war ich immer krank, weil ich eine Katzenallergie hatte. Und dann saß ich immer weg. Und dann habe ich mal gezeichnet. Aber wie gesagt, Modezeichnen ist eine sehr schwere Disziplin. Weil man muss sehr viel wissen über natürliche Anatomie und über den Verlauf und den Fall von Stoffen. Und gleichzeitig muss man immer die Veränderung des Zeitgeistes begreifen. Weil wie eine Frau sich vor 10 Jahren dargestellt hat, so kann man sie mit 3 Strichen heute nicht mehr darstellen. Sie tritt an das Haus und steht an das, dass sie verhält. So bleiben. Das ist ganz toll. Ja.
Willst du die Schuhe ausziehen jetzt? Wir drücken die jetzt. Kannst du nicht? Wir drücken die Schuhe. Besser? Ich kann mich auch auf Zehenspitzen stellen. Ja, machen wir das vielleicht einmal zwischendurch. Ja. Primitive visibile in Lana, Cabero. Pericolo, no. Solo nylon. Solo nylon. Solo nylon e altro che porto in Bali. In Bali. Ok. Allora, sì. Quindi qui questo no. No. No, il gruppo colorato no. No, ma il trench. Il trench. 252 in Bali, eh? No, no, no. Your client no. Is leaving 7:25 from Hamburg. Oh, and it will be 10:15 in Milan. Arrivo! Who ordered a taxi for you? Aha. Wir fangen wir morgen wieder frisch an, ne Manu? Kannst du mit zum Sport? Komm doch mal mit zum Sport. Betrifft Rauchen. Grundsätzlich bitte ich nochmals, insbesondere während der Kollektionszeit, dass auf der ersten Etage in den zwei großen Räumen Design- und Lizenzkoordination nicht mehr geraucht wird. Warum ist das? Ich habe auch einen zweiten Satz gelesen, mit Ausnahme. Dann Ausnahme ist selbstverständlich Herr Job, der ja gar nicht raucht. Rassismus ist Rassismus. Ich habe gedacht, der Chef darf rauchen. Das ist klar. Wenn mir raucht der Kopf, das reicht mir schon. Ja, was sagst du da? Wenn man Freiheit leben will und seine eigenen Gesetze schaffen will und auch seine eigene Moral leben will, dann kann man auch nicht erwarten, dass alle deiner Meinung sind und mit dir dasselbe leben. Sondern das gehört ein bisschen Einsamkeit dazu. PM Dorn. Wann? Erstmal. I'll be tired of you when stars are tired of gleaming. Das ist eine neue Kopie, ich kenne die auch noch nicht. Wo bleiben die anderen? Die wollten es doch auch sehen. Hol sie. Die Leute haben zu träumen, das ist ganz sicher. Ich will ganz kurz verschiedene Mädchentypen nehmen. Er war ja sehr gut. Wie ist der nochmal? Idris. Idris, ja, der war gut. Heitsche. Ja, Kim Bennett ist ein bisschen enttäuschend. Das ist in Japan die Modedesigner, die Stars. Natürlich. Cream of the Cream. Nur wir hier nicht. Ja, ja. Wir sind die tapferen Schneider. Ja, natürlich. Ist ja auch das Schwerste. Ist ja auch schwer. Ja. Für andere Leute Klamotten sind manchmal das Schwerste, wo doch jeder Bescheid weiß. Was ja, doch jeder selbst Bescheid weiß. Aber es ist eine Kunst immer so. Wissen Sie, meine Frau hat auch sehr viel Geschmack. Sie zieht sich ja, jeden Tag an. Ja, aber es ist eine Kunst immer so. Dann bist du da besser dran als die Gartenarchitekten oder die Innenarchitekten. Ja, der Gartenarchitekt ist noch leichter, kannst du ja selber umtopfen. Da kann man ja um die ganze Welt reisen, aber zurück in seine Kindheit reisen, das ist schon ein ganz besonderes Reiseziel, was nicht jeder haben kann. Das ist mein Großvater. Den habe ich ungefähr 3 Wochen vor seinem Tod noch gezeichnet. Da sieht man meine Großmutter, diese, mit meiner Mutter Lotti, meiner Tante Elisabeth und Ulla. Schon damals mit Dacke. Meine Mutter und ich. Hier ich mit 16. Meine Großeltern. Tante Liesel etwas älter. Meine Tochter Jette, meine Frau Karin und ich. Ulla mit Dackel, Jörge. Seit ich die DDR verließ damals, fühlte ich mich eigentlich im Rest der Welt ohnehin fremd. Also ich will gar nicht die DDR verlassen sagen, sondern den Bauernhof verließ.
Es sind eben wirklich, als ob zwei Völker verschiedener Sprachen miteinander umgehen müssen. Also im Grunde ist es nicht viel anders. Unabhängig davon kommt auch dazu, dass der eine Teil zu Recht auch empfindet, dass er die Kriegsschuld allein getragen hat. Allein bezahlt hat im Endeffekt. Und jetzt findet der Bruder, du hast doch immer gesagt, du kannst dich an meinen Tisch setzen. Nun, wo ist mein Teller im Endeffekt? Ich meine, diese Fragen kann ich alle verstehen. Der Deutsche hat Angst, der Deutsche beängstigt. Das beherrscht er seit der Nazi-Zeit. In der DDR war genau dasselbe. Es war genau dasselbe in der DDR. Angst. Das war alles. Es war Erpressung und Angst. Und auch jetzt geht es wieder so los. Meine Frau zum Beispiel sagte gestern zu mir, ich habe Angst. Ich habe schon wieder Angst, dass das alles System hat. Dass es alles ein langer Arm dahinter steckt. Dass schon wieder bestimmte Leute zusammenarbeiten und nur noch Erpressung schon wieder im Land ist. Und nur... Mit dem, Karin sagte, und schon lass mich das mal eben sagen, Karin sagte, vielleicht wollten sie mit deinem Fall noch ganz viele einschüchtern. So unter dem Motto, guck mal, was wir mit dem gemacht haben. Das können wir mit ihnen auch. Nur ich überstehe es. Ich selber benutze die Presse und die Presse benutzt mich. Also das ist ein ganz normales Verhältnis. Ich bin eine öffentliche Person geworden. Ich habe ja auch einiges dafür getan. Also finde ich es, eigentlich habe ich schon fast ein zynischen Humor, beinahe, wenn diese Dinge passieren. Und ich sage immer nur, was lasst ihr euch jetzt einfallen? Je mehr du angegriffen wirst, je mehr weißt du, ob wer zu dir hält. Ne? Komischerweise, wenn du so das Schicksal hast, dich überall so als netter Junge durchzumogeln, das ist auch gar nicht so gut, finde ich. Ja, aber weißt du, man fühlt sich immer leicht in Sicherheit. Und die gibt es eben sowieso nicht. Also umso besser, wenn du schon gleich weißt, was los ist. Und wenn du in diesem Land den Kopf aus dem Fenster steckst, kann dir passieren, dass ein kalter Regen kommt. Und deswegen arbeiten wir schwer dran, uns auffällig zu bewegen in diesem. Also wenn ich versucht habe, dramatisch zu wirken, versuchst du intellektuell zu wirken. Immerhin. Immerhin. Das nenne ich Arbeitsteilung. Ja. Das Angel, überall hin und dann überall einen Tag sagen. Ne? Job ist keine Flasche. Job ist ein Duft, muss ich denen erzählen. Es gibt ein Theaterstück von UNESCO, wo Leute zusammensitzen und unterhalten sich. Und dann sagen die immer zu einer Person, die schweigt, was denken Sie? Ja. Sagen immer, und Sie, was meinen Sie? Ja. Der hat aber nichts zu sagen. Die entdecken, dass der einfach kein Geld, nichts hat. Ja, mein Zeichen ist Pluto. Ich bin als Pluto geboren. Ja? Und Pluto regiert unsere Zeit auch gerade. Und du bist, und das ist dein Skorpion. Ich bin Skorpion, ja. Das ist seltsam, weil die Skorpione, ich habe so Freunde, die Skorpione sind und auch Freundinnen gehabt, die Skorpione sind. Und das ist, für mich ist das geheimnisvollste Sternzeichen, weil es ist eins, was mich auf der einen Seite, nun bei Männern ist es so, ich kenne der Giraud, der Patrice Giraud ist Skorpion. Der hat einen enormen Charme und ist ganz lebendig und so, aber es gibt einen Moment, was undurchdringlich ist. Also etwas undurchdringlich, wo man nicht mehr, wo die Person, die Skorpion ist, glaube ich jedenfalls, es gibt eine Verschlossenheit. Stimmt das? Soll ich sagen, was es ist? Ja. Das ist der Moment, wo wir wirklich gar nichts haben. Ich bin auch richtig ein bisschen Polster wieder. Nicht mehr so weiche Schultern. Finde ich besser. Richtig alte Kulturschultern. Das Merkwürdige ist ja auch, dass ich natürlich eigentlich von meiner Mentalität überhaupt nicht enfant terrible bin, sondern mehr als pflichterfüllend und preußisch. Ich bin schon äußerst nervös, irgendwo nicht pünktlich zu sein. Ich versuche mich schon selbst zu überholen, indem ich auch schon mitten, meinetwegen in einer Skizze nur, schon die nächste beginne, ohne sie den Strich zu Ende gezogen habe. Also ich muss da schon immer aufpassen, auch noch im eigenen Takt zu bleiben. Also ich glaube, wir haben ja kein Problem, noch machen zu lassen. Ne? Ja, müssen wir nur sagen, seit die Gäste wieder aufmacht. Machst du dir mal einen Zettel, bitte? Um 5 hast du einen Termin, oder wann? Mit Joko? Mhm. Machst du eine Stunde Pause, dann können wir weitermachen. Ja. Okay. Mhm. Weil wir haben schon noch zu tun. Ja, ja, ne? Sag ich dir. Das ist, nennt man nämlich auf Französisch Accroche-Cœur. Wenn hier noch so ein Löckchen reinfällt, damit fängt man die Herzen der Frauen. Hakt sie fest. So, ich nehme Boris Tuko jetzt als Model. Ja? Mhm. Will ihn auf 3 Jahre verpflichten, exklusiv. Ja. Weil ich hab's leid, die Männermodels. Ja, natürlich. So you get used to that, that it's black out here, so you're against that, you know? No, it's all right right now. Turn the head that way and look this way.
Look away from camera, yeah? Head up a little bit. And look in that way. The way your face is, the way your head is facing. That's, so you're looking towards the mask here. Misstrauischer geworden, ganz normal. Und ich hätte sicherlich, wenn ich etwas schlauer wäre, schon viel früher misstrauisch sein müssen. Aber ich versuche, immer Anteil zu nehmen am Leben und jeder Tag ist mir sehr wichtig. Deswegen habe ich so wenig Strategien und Schutzwelle und Selbstschussanlagen um mich herum aufgebaut. Sondern ich will ja in Kontakt mit Menschen sein und ich will auch ein normales und auch doch hin und wieder fröhliches und unbeschwertes Leben führen und möchte nicht praktisch in Isolationshaft durch meinen Ruf oder meinen Ruhm mich in Isolationshaft begeben. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein freier Garten broch ich aus unser Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sagte ich, Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr, so hielten wir's ein gutes halbes Jahr. In dem Bordell, wo unser Haus alt war. Momentan finde ich New York eine Stadt, die mir fast europäisch vorkommt. Ich komme, habe ein Gefühl, wie es vielleicht viele Leute hatten in den 20er Jahren in Berlin. So ähnlich muss es gewesen sein. Diese vielen Immigranten und viele Deutsche, die ich da kenne, kreativ arbeitende Menschen meistens, die leben auch so eine Art Immigrantenleben da. Und deswegen fühle ich mich eigentlich sehr, sehr zu Hause. Gleichzeitig kommt dieses Gefühl dazu, dass man es, dass es an einem selbst liegt, was man aus sich macht. Entschuldigung, ich muss jetzt mal meinen Hund erschlagen. Ausverstanden, ausruhen und das Tor zugewandt. Ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika. Ich meine, ich bin ja auch sehr froh, dass Sie nicht sagen, Deutsche raus hier. Ne? Ich komme ja nun gerade an mit Deutsch und deutschem Parfum, deutsches Berlin-Parfum. Nicht, dass Sie jetzt sagen, Deutsche raus. Ne? Ich habe ja schon vorgeschlagen, dass die italienischen Pizzerias und die griechischen Schnellimbisse einen deutschfreien Tag einführen sollten. Heute keine Deutschen. Hoffentlich machen die es mit mir hier nicht. Bitte keine Deutschen am Montag. Große Demonstration vor Bloomingdale. Und die trafen niemanden an. Die trafen niemanden an. Und daraufhin haben sich die Herren Ermittler hingekniet und durch den Briefstütz geguckt und sahen die Dielen in meinem Flur. Und stellten fest, diese Wohnung hat konspirativen Charakter. Da liegt kein Teppichboden. Und ist noch irgendwas in der Presse? Ist es jetzt langsam nein, in der Presse ist im Moment nicht. Nein. Momentan kommt so eine menschliche Kleinkariertheit und auch Sülzigkeit hoch. Da kann man nur ganz weit weglaufen. Ganz schnell eine große gemeine Meldung und dann kommt nichts mehr. Das macht man nun dauernd. Oh, wo sind Sie? Also, ich bin mit mehr oder weniger auf dem Fahrstuhl. Also ich kann ja nicht mit großen Affenzahn hier aufkreuzen, trotzen in der Hose, ui. Und mit das, Fred Marlowe. Als ich das gelesen habe, also er hat mir das gesagt. Es ist natürlich auch meine eigene Vergangenheit und meine eigene Stilkunde, die ich empfangen habe als Kind, für mich das einzige Mittel, womit ich auf mich aufmerksam machen kann, im Ausland. Also wenn ich jetzt so tun würde, als wäre ich ein Amerikaner, hätte ich ja alles verloren, weil die Amerikaner
können besser Amerikaner sein als ich. What I really would like to know what we can do about my status here, you know? I mean, we have a full-time person on the staff. Listen, didn't we have to put money into that kind of property like in Germany, like how it's called GmbH? Ich meine, ich finde wirklich Geld wunderbar, aber ich kann mir die Dinge leisten und konnte sie mir schon lange leisten, die ich brauche. Deswegen komme ich nicht nach Amerika, um den Leuten zu sagen, ich habe mir jetzt eine tolle Masche ausgedacht, wie ich euer Geld in mein Portemonnaie kriege. Also da gehe ich mehr spielerisch mit an. Und selbst wenn es Leute waren, die Deutschen gegenüber Ressentiments hatten, hat mich das oft eher angekickt, besonders charmant zu sein vielleicht. Das Wild, das flieht, dem jag ich nach. The Atom you want to go to is right up there. I have to go there, yeah, that's the bridge. Right, you want to get off now? Yeah, get on, yeah. All right. Man lernt eigentlich wie im Zirkus zu balancieren, ganz einfach. Und ich finde es, ich will wirklich nicht zynisch klingen, aber ich finde es interessant. Kreativen Menschen ist, wenn er berühmt wird. Das bedeutet, dass dann ein Moment angebrochen ist, wo jeder mit einem kleinen Geschäftchen kommt und versucht, den Namen für sich und seine Geschäfte zu benutzen. Und wenn man nicht aufpasst, ist schnell alles verdorben, was man doch sehr lange aufgebaut hat. Auch für mich ist jetzt immer die Frage, wie weit kann ich eigentlich mit meinem Namen, meinem Gesicht, meine eigenen Produkte noch begleiten? Denn es kann der Moment kommen, wo die Leute sagen, jetzt kann ich die Person nicht mehr sehen und das Produkt. Thank you for coming. And now, of course, I have to do the advertising for your glasses. Because my company gave me some cards because I think I have Alzheimer's. I have all the friends coming to America. Like, and tonight, my dream is to meet myself. What better way to wake up than to find yourself in a room in the air? A barrel, of course. Yeah, I'm on the corner. Oh, we love it. Every single inch of it. Working. Okay, 7 years back in history, 1929. This was the premiere of the Ballad of the Pimp. Mac the Knife is singing to Polly. You are not.
die Jacke hätte ich ja 100-mal verkaufen können. Leben wir schon zusammen. Sie und ich. Thank you, darling. Thank you very much. Thank you. Take care. With a pleasure. Thank you. Thank you. Excuse me. Sent you by. See you in Hamburg in January, huh? Maybe come to the dinner. Bye. Yeah, oh, come, please come. Huh? Okay. Bye. Bye. Yeah, you too, then. Over, bye. Bye, darling. I'll see you, huh? Good night. Teddy brings you. Das ist so nice. The forces of evil. In America, every bear has a price on its head. Am liebsten mag ich Tierfilme sehen und besonders unter Wasser. Als Kind schon bin ich nur in die Badewanne gegangen, wenn man Fische ausgeschnitten hat. Ich hatte auch ein Aquarium und dann habe ich manchmal die Goldfische rausgenommen und habe sie ein bisschen geküsst und wieder reingesetzt. Das ist die Wahrheit. Eigentlich suchte ich immer nach diesem Zuhause und diese gerade große, starke Bindung, die ich zu einem Platz hatte, wie Potsdam eben, hat mich immer diesen Verlust fühlen lassen, da nicht hinzukönnen, als es eben noch die Mauer und die Grenze und all das da war. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass ich den größten Genuss finde, nirgends zu Hause zu sein. Ein ganzes Leben lang, hochtypisch, habe ich mich eben eingesaut beim Zeichnen. Und oft, da ich ja früher den Ehrgeiz hatte, Raphael-artige Zeichnungen von mir zu geben, endeten sie hinterher doch immer in Actionkunst. Und ich selbst war ein Teil davon. Liebe kleine Annelise. Über alles. Als ich mir die Wohnung in New York suchte, wollten sie mir natürlich immer Blick auf den Central Park verkaufen. Da habe ich gesagt, ich bin gerade aus der grünen Hölle aus Deutschland gewichen. Jetzt will ich nur noch Steine und Beton. Da dachten sie jetzt, der hat einen Knall. Otherwise, I couldn't afford this. Diese Generation meiner Großeltern war ja nicht gerade so sentimental angekränkelt wie wir oft. Sie sahen die Dinge sehr realistisch. Und auch Liebe und Treue und Weg Tod und Leben, das alles gehörte ganz einfach zusammen und hatte seine gewisse Zeit. Und irgendwann war die Zeit auch immer zu Ende, das wusste man. Also meine Großmutter, als sie starb, war mein Großvater natürlich sehr erschüttert, aber war doch sehr gefasst. Irgendwo wusste er, dass seine Frau schon länger kränklich war und dass sie wohl auch irgendwann sterben würde. Und er hatte auch einen, um Dinge zu überstehen, hatte er einen sehr gesunden Egoismus. Manchmal einen etwas zu großen, aber gesund war der. Und dann, als die ganzen Beileidstelegramme kamen und er sammelte sie alle auf einer großen Schüssel, am nächsten Tag fing er plötzlich an zu weinen, als er alle die Karten sah. Und da ging ich zu ihm und dachte, ich müsste dem alten Mann jetzt etwas Trost spenden, was ja schwer genug ist für einen Enkel. Ich sagte, na Opa, jetzt merkst du das wohl erst richtig. Ja, sagte er, ich merke jetzt erst richtig, wie mir die Menschen lieben. Und darüber war er ganz erschüttert. Sorry.